Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ich versuche mal mit dem alten Opa hier. Erstmal gucke ich, was Zeig er hat. Mir, was du hast. Und dann versuche ich mal die Raptoren zu besiegen. Bring mir etwas bei. Sicher. Giftresistenz, egal, ist das denn bitte? Eine Rüstung mit jeder Stufe. Zeigt dir Feinde auf der Minimap an. Oh. Ausdauer. Erhöht auch auf deine Ausdauer. Extra Hitpoints. Ah, jetzt weiß ich schon wieder nicht. Ja, komm, ich mach das mit der Rüstung. Scheint mir ganz in Ordnung zu sein, so. Wegen der Raptoren brechen wir auf und holen sie uns. Ausgezeichnet, aber achte auf das Männchen, das fackelt nicht lange. Mit diesem Biest habe ich noch meine ganz persönliche Rechnung zu begleichen. Was macht so ein Kerl wie du eigentlich hier draußen? Siehst nicht so aus, als wenn du auf der Suche nach einem Platz in meiner Hütte bist. Das ist eine längere Geschichte. Ich meine ja nur, Gerun ist es gleich ins Auge gefallen, dass du nicht wie der typische Jäger aussiehst. Bist wohl von weiter weg. Ich hab noch nie einen Blick auf die anderen Länder geworfen. Nee, da ist es immer zu heiß, zu kalt oder zu staubig. Da bleib ich lieber hier. Du musst es wissen. Ja, aber gut. Seien wir nun besser still. Wollen uns ja nicht verraten. Ah, es sind 4 Stück. Oh mein Gott. Wo ist denn Duras? Der ist schon weg. Geron ist tot. Eigentlich kann ich mich jetzt auch fressen lassen, ne? Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass das so viele sind. Ich guck, boah, ich muss unbedingt an Stärke zulegen. Aber ich bin auch ein bisschen... Ich presche ja auch immer raus. Ich meine, ich habe das ja schon mitgekriegt, dass ja die Risen und die Gothic-Spiele und jetzt wohl auch Elex halt nicht darauf ausgemacht sind, dass man die Stärke, die man jetzt halt, sagen wir mal, jetzt da in dem Gebet, ich bin jetzt so und so stark, aber es muss nicht heißen, dass ich mit dieser Stärke alles in diesem Gebiet abklappere oder beziehungsweise alle Biester beseitigen kann oder alle Aufgaben erledigen kann. Das muss das überhaupt nicht heißen. Es kann sein, dass ich hier eigentlich schon gar nichts mehr machen kann, dann weiterreisen muss und dort sind dann zum Beispiel Viecher, die ich mit meiner Stärke erledigen kann. Und dann, wenn ich da ein bisschen was erledigt habe, dann könnte ich wieder zurückreisen und habe dann genug Kraft dann, um da dann wieder was zu machen. Man muss durch die Welt reisen, ja. Bring mir etwas bei. Sicher. Ich nehme den Rüstungsschutz wieder. Weil der gefällt mir. Was haben wir denn noch? Verbotene Technik. Schlund liegt, gehört nicht in vom Nennen. Der Wolf möchte, dass ich ihm die defekte Elex-Waffe aus der Hütte beim Schlund bringe. Er braucht sie für seine Experimente. Okay. Mordern, ich soll Duras dabei helfen, den Mörder zu finden. Er hielt den Auftrag von seinem... Ach ja, stimmt. Da war ja auch noch was. Genau.
Genau, wo ist das denn? Da ist Duras. Muss ich jetzt vielleicht... Ah, ich muss das aufmachen. Hier. Da ist die. Okay. Eine versteckte Schatulle. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Eigentlich... So und dann immer geradeaus, oder? So und dann so, oder nicht? Fakt ist es, ich muss erstmal... Denkst du, ich merke nicht, was du da tust? Ich habe nichts getan, hallo? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Gehen jetzt erstmal zum Portal. Und suchen wir dort die versteckte Schatulle. Also nicht bei dem Portal, wir gehen jetzt erst zum Portal. Lassen uns da ein bisschen weiter hinbeamen. Oh. Schaffen wir einen? Ich will nicht schon wieder sterben. Einen müssen wir schaffen. Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Weg hier. Weg. Haut das Vieh etwa ab? Oh, wow, wow, wow. Ich habe gar keine Heiltränke mehr hier auf der Kante, ey. Er hat keine Pfeile mehr. Ich krieg den. Das Vieh ist echt gut im Ausweichen, ne? Oh, ich wollte gerade sagen, das waren meine Punkte. Alter Skeks, okay. Oh, Heiltrank. Dann genehmige ich mir mal die... Ich muss... Dunkle Zeiten sind das. Warum dunkle Zeiten? Verstehe ich jetzt nicht. Mana-Trank. Hm. Den Metallschrott nehmen wir mal mit. Okay, wo gehen wir denn am besten lang? Am besten von hier nach da? Oder von da? Ich weiß gar nicht. Ich mache erstmal dahin. Sieht für mich jetzt am weitesten aus. Oh, so. Genau. Ah ja, jetzt. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hab ich mich jetzt erschrocken. Die Sonne ging gerade auf. Okay. Genau, hier war ja... Die Straße. Einmal rennen. Mhm.
Ist das da drüben? Bei diesem komischen Turm? Bin ich hier vorhin nicht lang gekommen, als ich mich verirrt habe? Beschaulich. Oh. Buchala. Kann man nicht meckern. Was ist das? Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Ah, die hat sich durch Beton gefressen. Oh mein Gott. Das Spiel macht mich fertig. Schwierig. Hut ab. Okay, wir haben hier Besuch. Die Frage ist, soll ich den Spielstand speichern? Oder lieber nicht? oder lieber nicht. Was heißt, ich mache? Ich mache 9. Ich speichere lieber mal bei einem 9. Bleib mal hier. Bleib hier stehen. Ja. Ich will nichts riskieren. Schönen guten Tag. Alle noch freundlich? Hey du. Hallo? Hör mal. Ja? Was willst du? Ich suche einen Kerl, der angeblich hier in der Gegend noch vor kurzem gesehen worden ist. Sein Name ist Ray. Schmieriger Typ. Er trägt meistens Outlaw-Klamotten, genau wie ich. Kennst du ihn? Ray? Nie gehört. Na gut. Dann schönen Tag noch. Okay, das sieht gut aus. Die Leute sind nett, du kannst mitkommen. Mitkommen. Na gut. Aber weh, du machst Ärger. Können wir diesen Ray vielleicht suchen? Was willst du von diesem Ray? Geschäfte. Nichts, was dich etwas angeht. Könnte sein, dass wir denselben Kerl suchen. Würde mich nicht wundern. Da ist eine Bestie. Das geht mir am Arsch vorbei. Hi, Leute. Hallo? Hallo? Ist das so? Was für eine Sauerei. Früher war alles besser. Uchala? Brot. So, dann gucken wir mal, wo hat der Typ das versteckt? Hier irgendwo. Da. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Oh nein, bitte nicht. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Er war's. Er hat ihn umgebracht. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder.
Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Asko war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askos Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Asko ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Ach Gott, scheiße. Das ist jetzt eine gute Frage, weil ich brauche den momentan als Schwertarm, sag ich jetzt mal. Und wenn ich den jetzt verrate, wird er vielleicht verbannt, geköpft, hingehangen. Ich habe keine Ahnung, gar nichts. Seine Tat ist nachvollziehbar. Ich werde dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst, du Schwein. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Jo, das machen wir. Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Was ist in der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Was werde ich? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Ach so. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Bitte, bitte, bitte. Na schön. Oh. Tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Ja, ja. Das hat ja wunderbar geklappt. Was ist da hinten? Kriegen wir das Vieh tot? Der Eingang zum Tal der Verbannten. Dort unten müssen wir vorsichtig sein. Schließlich hat man sie nicht ohne Grund dorthin verfrachtet. Wenn die bei den ganzen Viechern noch am Leben sind. Ach so, hier könnte man jetzt runtergehen und dann... Ah, okay. Köcher haben wir jetzt auch. Was ist da unten, liegt auch noch einer? Oh, Alter. Ich gehe mal den Weg hier runter. Vielleicht gibt es ja auch am Eingang des Tals der Verdammten, der Verbannten, eine Dingens. Teleportplatte. Da könnte ja sein. Da sind viele Leute gestorben. Mm-hmm.
Okay, da hinten geht's noch weiter runter. Das ist ein Federvieh. Ne. Da unten sehe ich nur noch mehr Blut. Aber kein Teleport. Hier vielleicht? Wo bin ich hier? Das sieht hier so düster aus. Was ist jetzt passiert? Ach, hier ist ein Fahrstuhl. Dann fahren wir mal nach oben. Nach oben fahren geht wohl nicht. Da komme ich auch so nicht hoch. Nee, da komme ich nie und nimmer hoch. Dann muss ich hochlaufen. Schade, ich hätte gedacht, dass da wenigstens an dem Eingang so ein Dingens ist. Oh, guck mal, der Mond. Geil. Aber war leider nicht so. Schade, schade, schade. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich weiß, ich habe einen Pfeil übersehen. Aber für den Fall werde ich jetzt nicht extra zurückgehen. Ich will jetzt erstmal gucken, was mit dem Fahrstuhl da nicht stimmt. Hey, du hältst dir besser die Augen offen. Ein paar falsche Schritte und du bist Moos. Und damit wir uns verstehen, am Aufzug wird nicht herumhantiert. Ich allein bin mit Erwartungen betraut. Ja, er geht nicht. Wer hat den Aufzug errichtet? Das waren unsere Werker. Hat ein paar Wochen gedauert, das Ding funktionsfähig zu bekommen. Und was ist deine Aufgabe hier? Ich wurde angewiesen, das Ding zu bewachen und im Notfall kleinere Reparaturen vorzunehmen. Zurzeit ist er aber außer Betrieb. Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben. Außer du verstehst etwas von komplexer Mechanik. Aber den Eindruck machst du nicht gerade. Nein. Macht nichts. Ins Tal verirrt sich eh niemand freiwillig, der noch bei Trost ist. Das ist für die Verräter und Versager bestimmt. Ich dachte, es ist deine Aufgabe, dass der Aufzug läuft. Ja, und? Eines der Zahnräder fehlt. Also gibt es auch nichts zum Reparieren. Ohne ein passendes Ersatzstück funktioniert hier gar nichts. Bist du selbst einmal im verbotenen Tal gewesen? Was soll ich denn da? Das ist doch nur für die Verurteilten bestimmt, die unser Gesetz missachtet haben. Und unsere Väter taten gut daran, es für das Pakt zu reservieren. Dort ist es alles andere als ungefährlich. Aber mich muss das ja nicht kümmern. Ich mache mir immer einen Spaß daraus und erleichtere mich über ihren Köpfen, wenn wieder einmal ein paar arme Würstchen versuchen, hier hochzukommen. Und wenn jemand zu Unrecht verurteilt wurde?
Zu Unrecht? Das glaube ich nicht. Unser Gesetz wurde ja nicht von Idioten zu Papier gebracht. Und selbst wenn, die meisten, die da unten stecken, gehören eh nicht zum Eisenclan. Also können sie mir egal sein. Solltest du dich dort unten umsehen wollen, sei vorsichtig. Manche Biester sind leichte Beute, aber andere, naja, du wirst es herausfinden. Wie viele Verbannte leben im Tal? Früher waren es wenige. Seit Angrim aber vor ein paar Jahren zum Warlord des Eisenclans berufen wurde, ist ihre Zahl gewachsen. Trotzdem ist es unmöglich, eine genaue Aussage zu treffen. Niemand führt Buch über diejenigen, die dort während ihres Aufenthalts verstorben sind. Nur diejenigen, die es schaffen, ihre Strafe abzusitzen, sind von Interesse. Da wäre noch etwas. So? Warum hast du noch kein Ersatzteil für den Aufzug besorgt? Hey, willst du mir unterstellen, ich mache meine Arbeit nicht? Beantworte einfach meine Frage. Na, weil ich noch nicht dazu gekommen bin. Muss doch die Gegend im Auge behalten. Kann ja nicht jeder so frei herumlaufen, wie du es tust. Wie lange fehlt das Zahnrad schon? Seit vorgestern Nacht. Aber was interessiert es dich? Das Ding ist weg, fertig. Es wurde also gestohlen. Genau. Und das, obwohl du den Aufzug bewachst. Kann sein, dass ich irgendwann den Posten kurz verlassen habe. Das spricht nicht gerade für dich. Vielleicht hat auch einer der Männer bei den Wartungsarbeiten das Ding entwendet. Was weiß denn ich? Ich habe genug gehört. Hast du eine Idee, wo das Zahnrad zu finden ist? Nein, ich habe keinen Anhaltspunkt. Hier oben wirst du nichts finden. So viel ist mal sicher. Und wie sieht es unten aus? Sag mal, hast du nicht andere Probleme? Also hör auf, danach zu suchen. Ich treibe das Zahnrad wieder auf. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja, ich wollte es einfach nochmal probieren. Da ist ein Teleport. Ja, ich war da unten schon. Mache ich einen anderen. Ich habe da jetzt. Oh, verbotene Technik. Es gibt immer was zu tun. Nachschub für die Sätze. Da ist das. Oh, verarscht mich doch. Ich bin so weit vom Schuss gewesen. Da habe ich mich aber mächtig verlaufen, ey. Ich gebe denen jetzt einfach ihr da das schimmelige Brot oder so. Tatsache, ey. Tatsache. Bist du dir da wirklich sicher? Hast du auch etwas Interessantes zu erzählen? Sieht schon cool aus. Nee, ist klar. Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Mag sein. Aber ich weiß, dass sie das reine Elex in ihren Konvertern sammeln. Das ist der Ursprung ihrer Kräfte. So wie das Mana, die umgekehrte Form des Elex, die Quelle unserer Magie ist. Das Mana, das unsere Setzlinge durchströmt, ist mit Sicherheit nicht sehr gesund für die Alps. So viel ist schon mal klar. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen.
Zeig her. Es tut mir leid. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich es wieder mitnehmen? Nein, nein. Es wird uns schon satt machen. Wie viele Splitter hat dich das gekostet? Nichts. Moment, das hast du aber nicht von Sinn da, oder? Normalerweise ist sie doch sonst nicht so spendabel. Sie hatte keinen Bedarf dafür. Komisch. Aber kann mir ja egal sein. Hauptsache, wir werden satt. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Hier, das ist angemessen genug, oder? Irgendwie kriege ich gerade voll das schlechte Gewissen. Angemessen ist das Doppelte. Oh, nein. Doch. Angemessen ist das Doppelte. Mehr habe ich nicht. Außer meine Notreserve. Das wird reichen. Na gut. Hier. Bist du dir sicher? Oh mein Gott, ich bin so fies. Ich schäme mich richtig. Oh, ich schäme mich. Oh, ich schäme mich so. Ich schäme mich gerade so herbe, aber egal. Der Aufzug, das ist Aufbruch nach fernen Ländern. Es gibt immer was zu tun. Ragnar sitzt in Idor. Götenfeld, wenn der Walrod angreifen möchte, dass du genau. Ist da am nächsten. Ich mach den hier oben. Das passt erstmal so. Oh Leute, ich muss mich auch verabschieden. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.